Willkommen zum sechsten Let's Play. Wir spielen Civilization und starten direkt. Ich bin der mitgezwitschert und wir laden unseren Spielstand. Wir haben 70 nach Christus inzwischen. Die Zahl deutet ein bisschen darauf hin, dass wir uns jetzt erst in 10er Schritten fortbewegen und noch nicht in einer Schritten. Also 10 Jahre pro Runde. So. Okay, wir stehen vor den Toren von Russland. Und der Angriff kann quasi losgehen. Aber ich glaube, ich warte noch auf den Katapult und starte erst dann. Deswegen warte ich hier noch kurz. So, Leipzig hat einen zweiten Spearman. Schauen wir mal, wie es weitergehen soll. Nur am besten ein Siedler. Aggressive Expansion. Juhu, juhu. Okay, wir haben einen Eisenanschluss. So. Hamburg hat einen Arbeiter produziert und das Orakel war hier auch geplant. Okay, das lassen wir so. Und Königsberg hat seine Bibliothek fertiggestellt und wird dann sicherlich auch bald seinen kulturellen Einfluss erweitern. Den Spearsman wollte ich jetzt, glaube ich, hier noch nicht bauen. Erstmal eine Granary, damit Königsberg schneller wachsen kann. Außerdem können wir jetzt mal eben gucken. Ich meinte ja gerade, wir haben jetzt den Eisenanschluss und können damit den Swordsman produzieren. Und es wäre natürlich cool gewesen, hätten wir den Swordsman zum Angriff auf die Russen produziert, weil der ist nämlich stärker als der Archer. Braucht allerdings auch ein bisschen länger, ein paar Runden länger, um ihn zu produzieren. So, Eisen ist jetzt am Start. Das steht hier oben, weil es eine strategische Ressource ist. Und Elefanten sind hier unten, weil es eine Luxuriosität ist. Mir ist noch ein anderes Wort eingefallen. Luxuswaren. Eine Luxusware ist es. Ja, wobei man bei den Elefanten halt sehen muss, dass es so ein bisschen eine duale Ressource ist, also eine Luxusressource und eine strategische Ressource, weil wenn wir jetzt nicht die Deutschen wären, dann könnten wir mit den Elefanten auch was anfangen. Da können wir mal eben mal wieder hier in der Civilization Wikipedia gucken. Und zwar bei Ressourcen. Luxuries, Ivory. Okay. Hier steht gar nichts davon. Aber ich weiß, dass es eine Elefantenreitereinheit gibt. Diese Elefantenreitereinheit, das ist eine Spezialeinheit. Da ist er, der Kriegselefant. Das ist eine Spezialeinheit von den Indiern. Und ich denke mal, also hier steht jetzt nicht, dass die Ressource Elefant gebrauchen. Aber ich denke mal schon, dass sie die brauchen. Zumal die Ressource ja nicht Elefant heißt, sondern Elfenbein. Naja, vielleicht braucht man die auch nicht. Da müsste man mal die Inder spielen. Und vielleicht beginne ich ja nochmal ein Let's Play in einer größeren Schwierigkeitsstufe, um auch mal ein bisschen zu trainieren und auch selbst mal ein bisschen besser zu werden. Wenn ich dieses Let's Play hier durch habe.
Sehen wir mal. Und hier haben wir was mitbekommen. Und zwar gehen die Russen hier auf Erkundungstour mit einem weiteren Siedler und einer Verteidigungseinheit und wollen vermutlich eine weitere Stadt gründen. Aber das lasse ich gar nicht erst zu. Wir haben jetzt den negativen Status, dass wir auf einer schlechteren Position stehen als die Einheiten der Russen. Die stehen nämlich auf dem Berg. Jetzt kann man bei Terrain-Info gucken. Das sind Mountains, also Berge. Und hier gibt es einen Defense-Bonus von 100. 100%. Also diese Einheit, dieser Krieger ist jetzt auf diesen Bergen doppelt so stark. Und ich stehe im Wald. Und im Wald gibt es einen Defense-Bonus von 25, aber das bringt uns für den Angriff nichts. Also sollten die Einheiten uns angreifen, habe ich zwar ein wenig Defense-Bonus, das nützt uns aber leider gar nichts. Deswegen werde ich einfach noch ein bisschen warten, bis die Russen hier runterkommen oder einen Schritt weitergehen und greife sie dann direkt an. Mit dem Arbeiter werde ich jetzt mal direkt die Stadt hier anbinden, die ich hier plane zu bauen. Und hier baue ich noch ein weiteres Bergwerk. Dann bekomme ich hier nämlich 5 Schilde und kann schneller produzieren. Okay. Mein Katapult ist da, wo es ankommen sollte. Und ein Katapult ist eine besondere Einheit. Das kann ich jetzt auch mal in der Civiclopedia gucken. Einheiten. Wo ist das Katapult? Sicherlich bei K. Oder bei C. Wie Katapult? So. Ein Katapult hat eine Angriffsstärke von 0. Eine Verteidigungsstärke von 0. Das heißt, wenn das Katapult angegriffen wird, ist es sofort weg, sofort zerstört. Und ich kann selber nicht angreifen. Aber es hat eine Bombardement-Fähigkeit und mit einer Stärke von 4. Und das ist eben dieses Spezielle am Katapult. Also es kann bombardieren. Und zwar in einer Entfernung von 1 und mit einer Feuerrate von 1. Und das werden wir uns zunutze machen, wenn wir Kiew angreifen. Wir können ja mal zum Vergleich hier zur Kanone gucken. Die hat doppelt so viel. Es ist auch noch eine Weile hin, bis wir eine Kanone produzieren können. Eine Bombardement-Fähigkeit von 8. Danach käme die Artillerie. Fähigkeit von 12. Hat eine Range von sogar 2. Das heißt, man kann über mehrere Felder hinweg schießen. Die Radar Artillery hat die 16 und auch eine Range von 2. Naja, das ist dann schon ziemlich weit in der Zukunft. Da brauchen wir noch ein bisschen, bis wir so weit sind. Also werde ich mal mit dem Katapult aufschließen. Oh, okay. Unser Gold geht alle. Hier gibt es einen weiteren Trupp von den Russen. Wieder Siedler und Krieger. Und unser Gold geht alle. Okay, da müssen wir jetzt was machen, weil wir wollen keinen negativen Goldstatus haben. Jetzt schauen wir mal, was das Problem ist. Das ist ja unser Gesamtüberblick, wo man hier auch die Steuerrate einstellen kann. Da habe ich ja bei den ersten Let's Plays das auf 90% Science hochgestellt, weil ich Science halt besonders wichtig finde.
Das sind unsere 5 Städte mit der Population und dem, was aktuell produziert wird. Hier sehen wir, was wir aktuell an Ressourcenproduktion haben. Und die sonstigen Stände, wie sich das direkt in Geld ausdrückt, in Wissenschaft ausdrückt oder in Produktivität ausdrückt. Dann schauen wir mal beim. Erkläre ich mal diese Übersicht hier. Insgesamt. Das ist quasi so der große Überblick über die Städte und über die Welt. Dann gibt es den Berater für den Handel. Und er zeigt uns, was wir an Handel treiben. Wir haben hier mehrere Städte, die quasi mit Straßen verbunden sind und eine Stadt, die im Moment noch mit keiner Straße verbunden ist. Das wollen wir natürlich auch hoffentlich bald ändern. Und wir haben verschiedene gegnerische Zivilisationen, mit denen wir nicht handeln können, weil wir nicht mit deren Straßen verbunden sind. Und hier haben wir so ein paar Handelsgüter. Und zwar die beiden Elefanten und Eisen. Allerdings können wir das nicht handeln. Wie gesagt, wir sind eben nicht mit den Straßen verbunden. Und demnach exportieren, also importieren und exportieren wir derzeit keine Waren. Und sie ist auch ein bisschen traurig, weil wir hier nichts machen. Oh. So, dann haben wir den Militärberater. Der zeigt uns unsere gesamten militärischen Einheiten an. Hier gibt es die Einheiten insgesamt. Da sehen wir unser Archer. Ein paar Siedler, ein paar Arbeiter, den einen Katapult und natürlich viele Verteidigungseinheiten. Und unsere Warrior, die wir als Erkundungstrupps nutzen. Das sieht man auch mit dem Fadenkreuz, wo die sich gerade befinden auf der Karte. Ja, über die Russen können wir hier gar nichts erfahren. Und wir haben noch Frieden. Haha, noch. So, wenn wir hier zurück gehen, das sind jetzt unsere Einheiten in den Städten, aber das ist weniger wichtig. Also hier sieht man halt noch, wann die nächsten Einheiten fertig werden. Das ist der Diplomatieberater. Und der zeigt uns jetzt an, dass wir Kontakt mit 3 verschiedenen Zivilisationen haben: die Engländer, die Russen und die Franzosen. Kommt mir sehr europäisch vor. Wir haben alle Frieden, handeln nicht miteinander. Das kann alles noch kommen. Und wir haben einen kulturellen Berater. Da haben wir erstmal hier so einen Überblick, wie weit unsere Städte sind und wie viel Kultur da schon produziert wurde. Und dann haben wir hier noch so einen Überblick, wie viel Kultur wir insgesamt schon durch diese Gebäude produziert haben. Der Palast von Berlin hat zum Beispiel bisher 264 Kultur produziert. Und damit haben wir natürlich zu unserem Gesamtkulturwert beigetragen, der sich jetzt auf knapp über 1000 beläuft. Und als letztes gibt es noch den Wissenschaftsberater. Den haben wir ja schon ein paar Mal gesehen. Der zeigt an, in welche Richtung wir weiter forschen. Und wie die Entwicklung weitergeht. So, dann gehen wir mal wieder zu unserer Gesamtübersicht zurück. Wir müssen was tun gegen unsere schlechten Finanzen. Minus 7, minus 4, plus 1. Gefällt mir nicht wirklich. Hätte ich bloß noch 60% Wissenschaft. Aber im Moment können wir da, glaube ich, nichts anderes machen. Das Schöne ist, sofern die Pyramiden fertig sind, sind die Kornkammern Standard und inklusive. Kann ich ja gleich auch noch mal kurz zeigen. Großes Weltwunder, Pyramiden, puts a granary in every city on the same continent. Ja, und es bewirkt halt auch, dass die Granaries nichts mehr kosten. Wenn ich jetzt clever wäre, würde ich, bevor die Pyramiden fertig sind, alle Granaries abbauen.
und das Geld einkassieren. Wenn ich clever wäre. Ja, ich glaube, ich werde, weil ich ja weiß, dass die Pyramiden demnächst mal fertig sind, hier auch keine Granary mehr bauen, sondern mir stattdessen doch erstmal den Spearman aussuchen, als zweite Verteidigungseinheit. Königsberg und die Russen, ja, wir wissen Bescheid. So. Ja, im historischen Kontext haben wir natürlich diese Stadt auch gerechtfertigt verloren. So, Leipzig verbraucht ein Geld und hat eine Granary. Ich glaube, diese drei Städte hier haben alle die Kornkammer, also die Granary. Und die kostet uns jeweils Geld. Ich denke, die werden wir abbauen, bevor die Pyramiden fertig sind. Ich hoffe, ich denke dran. Noch 20 Runden. Gut. Unser Katapult ist ja, wie ich das vorhin schon gesagt habe, ohne Verteidigung. Deswegen werde ich mal diese Einheiten zur Verteidigung zum Katapult schicken. Und jetzt geht's los. Ich greife die Russen an. Und zwar hier oben mit diesem Bogenschützen. Die haben natürlich hier in ihrem Wald auch diese 25% Verteidigungsbonus, aber mein Bogenschütze ist halt deutlich stärker. I say do it! That's great! So. Das ist natürlich besonders toll, dass ich jetzt nicht nur den Krieger der Russen erledigt habe, sondern auch den zwei Arbeiter von den Russen bekomme. Schade ist, dass ich nicht den Siedler bekomme. Stattdessen hat er sich in zwei Arbeiter aufgesplittet, aber ist nicht so schlimm. Ich werde die Arbeiter gleich hier rüber schicken, um... um die Orte auszubauen, die ich jetzt hier eh plane. So. Und hier ist der Katapult fertig. Und wir werden ihn jetzt gleich mal einsetzen und auf diesen Krieger schießen. Ja. Wie wir sehen, besonders effektiv ist es nicht. Jetzt wird dem hier ein Punkt abgezogen. Aber das ist es halt erstmal. Und hier baue ich die Straße. Die Russen bauen jetzt auch Pyramiden, aber ich glaube, ich bin mit meinen 20 Runden hier schon ziemlich weit fortgeschritten und die werden es nicht schaffen, die Pyramiden zu bauen, bevor ich sie gebaut habe. Und die Engländer fangen auch an. Und die Franzosen auch. Naja. Und abermals ist mein Katapult so weit, dass ich angreifen kann. Jetzt wäre es natürlich für den Krieger ein leichtes, aber ich glaube, ich nehme den Bogenschützen, weil der ist stärker als der Krieger und deswegen nutze ich den zum Angriff. Zack, auch hier bekomme ich den Siedler, der in zwei Arbeiter aufgeteilt wird und auch diese Arbeiter schicke ich natürlich hier rüber, um zu unterstützen. Okay.
Die Einheit stelle ich mal eben auf den Berg. Wie ich erwähnte, die 100% Verteidigungsbonus. Mit den restlichen Einheiten gehe ich jetzt zum Angriff über. Greife auch nicht direkt an, sondern warte noch, bis der Katapult so weit ist, damit ich ihn hier schon mal ankratzen kann. Und die Einheit hat ja 2 Lebenspunkte verloren, deswegen werde ich die jetzt hier befestigen, damit die sich regeneriert. So, der arbeitet jetzt erstmal fertig. Na dann, baue ich das aus. Ja, Straßen bauen und hier baue ich die Stadt. Los geht's. Frankfurt. Frankfurt ist gegründet und soll natürlich schnellstmöglich durch einen Spearman verteidigt werden, aber der ist hier auch schon auf dem Weg. Deswegen brauche ich keinen Spearman, sondern direkt die Bibliothek, weil ich möchte hier den Wal haben und ich möchte hier die andere Kuh haben. So, dieser russische Scout hier wandert durch meine Gegend. Und erkundet mein Gebiet. Ja, den können wir uns mal ansehen. Ein Scout. Ein Scout kann nix. Doch, er ist schnell, denn er hat eine Bewegungsfähigkeit von 2. Und kann damit schnell die Gegend erkunden, aber er hat keine Angriffskraft und keine Verteidigungskraft. Deswegen muss ich hier auch keine Angst haben vor diesem Scout. Im Gegenteil, wenn der in mein Gebiet eindringt, dann werde ich ihn relativ fix erledigen können. So, und hier sind wir jetzt soweit, dass ich wieder mit meiner Artillerie oder mit meinem Katapult angreifen kann. Das ist natürlich immer bequem, mit dem Katapult anzugreifen, weil dem Katapult kann nichts passieren beim Angriff. So, hier werde ich auch zuerst den Archer nutzen und hoffe, das klappt mit dem Angriff. Ah, gerade so. Yep, super. Wir haben die Stadt erobert und installieren einen neuen Bürgermeister. Erster Auftrag, natürlich einen Spearman bauen, um die Stadt zu verteidigen. Und diesen Arbeiter lasse ich natürlich auch hier und baue damit die Gegend aus. Ich lasse den aber erstmal hier in der sicheren Stadt. Und gehe dann mit meinen Einheiten weiter fort. Königsberg hat jetzt auch 2 Verteidigungseinheiten. Was bauen wir jetzt hier als nächstes? Können wir es bringen, hier schon die große Mauer zu bauen? Oder bauen wir erstmal einen weiteren Arbeiter? Ich glaube, ich baue eben einen Arbeiter. Und der bekommt dann den Auftrag, die Stadt im Norden anzubinden. Mit einer Straße. Gut. Ja, wundervoll.
So, hier baue ich jetzt wie geplant die andere Stadt. Und wir sehen hier auch am Radius, dass wir relativ gut noch hier an der Küste direkt eine weitere Stadt bauen können. Und damit relativ wenig Probleme kriegen. Relativ, weil ich gerade sehe. Wenn wir den jetzt zum Beispiel hier bauen würden, käme diese Stadt mit dem oder mit ihrem Einfluss, würde sich das mit dieser Stadt überschneiden. Würde ich sie hier bauen, würde es gehen, aber direkt auf dem Ressourcenfeld zu bauen, naja, kann man machen. Werde ich vermutlich machen. Gut, wie gesagt, ich baue jetzt hier diese Stadt auf und freue mich über München, Munich. Und hier habe ich natürlich noch keine Verteidigungseinheit, deswegen ist hier natürlich der erste Auftrag der Spearmen. Hier geht's auch weiter. Ja, und hier muss schleunig dieser Dschungel weggehackt werden, weil sonst erzeugt er mir Krankheiten in Königsberg und das wollen wir nicht. Ja, und Leipzig hat auch einen Siedler produziert. Und Leipzig wächst gleich wieder um eins. Um den Siedler zu unterstützen, gibt es auch direkt noch einen Arbeiter hinzu. Bin jetzt erstmal so weit, dass ich die erste Stadt erobert habe. Dass dieser Archer da oben wieder regeneriert ist. Kann mir mal überlegen, wo ich die nächste Stadt baue. Ich meine, das liegt jetzt relativ nah, hier oben zu bauen. Weil es nicht weit weg ist und ich jetzt kein direktes, größeres Ziel mehr habe, was ich unbedingt einnehmen muss. Also jetzt ein spezielles Ressourcenfeld. Das Ressourcenfeld, was ich unbedingt einnehmen muss, wären hier diese Fälle und da bin ich ja gerade dabei. Ich könnte jetzt hier natürlich irgendwie diese Elefanten in Angriff nehmen oder auch noch dieses nächste Erz, aber es ist nicht so wichtig. Wichtig ist erstmal generell eins von der Sorte zu haben. Diese Ressource. Am besten auch zwei, damit man eben dann auch die Möglichkeit hat zu handeln. Und ansonsten glaube ich, ich baue erstmal hier die nähere Umgebung weiter aus. Also vielleicht hier im Norden von Leipzig. Vielleicht hier so an diese Kante. Da gibt es jetzt tatsächlich keine Spezialressourcen im Einzugsgebiet. Muss ich mir überlegen. Nee, da komme ich. Da käme ich jetzt auch mit Leipzig in Konflikt. Und Konflikt um dieses eine Feld. Um dieses. Das wollen wir nicht. Okay, ich denke, ich werde hier bauen, weil da kriege ich nämlich noch ein Spezialfeld und das ist dieser Fisch. Oder hier. Dann käme ich nämlich mehrere. Um nicht zu sagen, sehr viele. Und zwar alle drei Fische und dieses Getreide. Aber dafür ist dieses Gebiet hier nicht abgedeckt. Aber es ist eine super Position. Ach, ich mach das jetzt. Gut.
So, das französische Gebiet habe ich auch relativ gut erkundet. Hier unten geht es sicherlich noch ein bisschen weiter. Königsberg hat den Arbeiter gebaut, den ich in Auftrag gegeben habe. Und wächst auch gleich wieder auf 3. Also alles kein Problem. Ja. Und da ich jetzt hier sonst nichts zu tun hätte, nehme ich als nächstes die große Mauer in Angriff. So, dieser russische Einwohner ist inzwischen zufrieden. Ich lasse aber trotzdem noch diesen zweiten Krieger hier in der Stadt, neben dem Archer, vielleicht auch um erstmal als Verteidigungseinheit zu dienen. Deswegen befestige ich den dort. Und mit dem Arbeiter werde ich jetzt hier mal ein Bergwerk bauen. Okay, als nächstes werde ich Moskau angreifen. Aber das werden wir dann im nächsten Let's Play sehen. Denn ich belasse es jetzt erstmal dabei und verabschiede mich. Und danke euch wie immer fürs Zuschauen. Bis bald.